Hallo YouTube und willkommen zurück hier im Kanarienfelspark bei Rollercoaster Tycoon World. Wir haben in der letzten Folge diese Achterbahn entworfen. Ist nicht gerade aufregend, aber ich bin ja nicht so der große Achterbahnbauer. Hauptsache, die funktioniert irgendwie ein bisschen und erfüllt die Anforderung. Bevor wir hier gleich die erste Testfahrt machen, einmal kurz gucken, wie der Park hier so läuft. Jo, die Teddybären machen leicht Gewinne. Der Taco-Stand $3000 die Stunde Einnahmen. Der Getränkestand 2600, echt Wahnsinn. Die Toilette läuft auch sehr gut. Da machen wir zwar Minus, aber da kann man ja keine Gewinne erwarten. Und selbst hier die verrückte Schaukel macht $1000 die Stunde Gewinn. Im letzten Szenario war das so ein Flop gewesen. Unser hochwertiges Restaurant, über 5000 Gewinn in der Stunde. Dann hier sogar das Karussell. Die stehen hier Schlange, das gibt's gar nicht. Machen wir zwar kaum Gewinne. Aber die Leute gehen hier rein. Die Frage ist nur, da passen nur 18 Leute rein. So, die Schlange geht jetzt bis hier. Und die müssen also schon ein paar Fahrten warten, bis sie dran sind. Und der ist verärgert. Ich habe keine Lust mehr. Ach, der war mal wieder außer Betrieb, deswegen ist das hier so voll. Na dann. Die Toilette macht auch leicht Minus. Hier wollte ich auch mal gucken. Ja, leicht Gewinne. Der fliegende Teppich, 1700 Gewinn. Und der Burgerladen, 2500. Und wir haben schon wieder $10000. Also hier machen wir ordentlich Geld, obwohl wir nur einen kleinen Park haben. Und was sagen die Leute? Ich habe Hunger. 64 Leute. Ja, echt Wahnsinn. Das läuft alles, da brauchen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern. Erstmal, wir machen unsere erste Testfahrt. Ja, dann gucken wir doch mal. Fahren wir mal mit. Dann geht es erstmal steil runter. Dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann wieder runter. Und wahrscheinlich verhungert der jetzt. Ja, hier müssen wir noch einen Kettenzug einbauen. Jawohl, das war klar. Jetzt rollt er wieder zurück. Und selbst das schafft er auch nicht. Und dann wird er jetzt irgendwo hier sich auspendeln. Ja. Den Test können wir knicken. Das war klar. Man wollte mal gucken, wie weit die kommt. Das heißt, der letzte Abschnitt hier. Da müssen wir noch einen Mechanismus einbauen. Oder wollen wir irgendwo hier noch einen Beschleuniger einbauen? Das haben wir noch gar nicht ausprobiert, mal so ein Beschleuniger. Wir hatten bisher nur Bremssysteme einmal eingebaut. Und
Kettenzug am Ende ist natürlich auch nicht so gerade der Brüller. Wir können hier in dieser Steigung, machen wir mal einen Beschleuniger. Aber jetzt kommt der Holzharry. Der Holzharry. Das erste Mal, den haben wir, glaube ich, noch nie kennengelernt. Der will eine Holzachterbahn fahren. Ja, das ist natürlich jetzt ganz blöd. Das kann man nicht mal eben schnell bauen. Ja, da werden wir einen Besucherabgang erwarten. Dann machen wir erstmal einen Beschleuniger hier rein. Und dann testen wir mal. So, nächste Fahrt. So, jetzt wird er hier nochmal beschleunigt, um dann hier radikal abzubremsen. Ja, bestanden. Was haben wir jetzt hier? Eine Begeisterung 5,4, eine Intensität von 3,99. Ja, wir brauchen ja irgendwie 4,0, also 0,01 Intensität zu wenig. Aber wenn wir die Tycoon-Herausforderung wollen, brauchen wir mindestens 5. So, dann müssen wir das jetzt hier nochmal irgendwo ändern. Wenn das mit Beschleunigen geht, dann können wir die Strecke ja doch noch ein bisschen vergrößern. Dann machen wir hier in der Mitte noch einen Punkt dazu. Dann können wir hier den Mechanismus rausnehmen. Wenn man weiß, wie das geht. Hier können wir sogar die Beschleunigungskraft einstellen. Okay. Nee, den Knoten will ich eigentlich nicht dazu machen. Hallo? Ah, ja. Dann muss man den wieder komplett löschen. Machen wir hier mal ein paar Knotenpunkte dazwischen, damit wir jetzt besser die Achterbahn planen können. So, wir können hier noch mal steil nach oben auf 50 Meter. Natürlich durch den Schwung schafft er das natürlich nicht, das ist klar. Dann machen wir hier noch einen Beschleuniger rein. Wir lassen den erstmal auf dem Wert von 5,5, wie er standardmäßig angegeben wird. So, von 50 Meter. Oh, Kurvengeschwindigkeit zu hoch. Okay. Gehen wir runter auf 25, also richtig rauf und runter.
Oh ja, da wird bestimmt einigen richtig übel. Und das ist ja eine ordentliche. Eine ordentliche Intensität. So, mal gucken, wo wir noch irgendwelche Beschleuniger einsetzen müssen. Die nächste Testfahrt. Hier kommt gleich ein Beschleuniger und dann geht es aber richtig zur Sache hier. Wahrscheinlich reicht das sogar aus. Jawohl. Der Speed gleich zu Beginn reicht völlig aus. Ist sogar viel zu viel eigentlich. Wir haben hier nur eine Intensität von 4,6. Das reicht noch nicht. Gehen wir mal auf 3 runter, hier beim Beschleunigen. So, müssen noch weiter runter. Wir müssen die Intensität hier steigern. Hier können wir wieder weiter hochgehen. Dann gehen wir hier noch mal runter. So, nächster Test. Jetzt beschleunigen wir etwas weniger. Das ist aber immer noch verdammt viel. Jetzt geht es hier nochmal richtig runter, dann wieder hoch. Nochmal ein paar Mal rauf und runter und dann sind wir auch am Ziel. Und das mit einer ordentlichen Geschwindigkeit. Jetzt bin ich auf das Ergebnis gespannt. Jawohl, Intensität 5,04. Begeisterung 5,86. Die Übelkeit hält sie auch in Grenzen. Ja, wunderbar. Also nur ein paar Mal rauf und runter, das reicht schon. Ja, da würde ich mal sagen, wir können öffnen. Und damit haben wir das Hauptziel erreicht. Das war ja nur eine Achterbahn bauen mit 4,0 von der Intensität. Wir haben ja gleich eine gebaut mit 5,0 für die Tycoon-Herausforderung. Und die gehen wir dann in der oder ab der nächsten Folge in Angriff. Da müssen wir nämlich noch eine Achterbahn bauen. Und ja, dann schaltet doch wieder ein hier auf meinem Kanal bei der nächsten Folge von Rollercoaster Tycoon World. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.